Rot, gelb, grün, gelb, gelb, rot, Da, grün, grün, es kommt blau. etwas zum Vorschein. Klingt wie ein Code aus Farben. Die Biggie ist ja immer so negativ eingestellt. Ein Code aus Farben. Das ist bestimmt total scheiße. Die ist total pubertär, die Biggie. Bitte, das war's doch. Da ist noch was. Da ist doch was. Eine Kassette. Die hören wir uns an. Wo ist der Rekorder? Einlegen, schnell! Boah, hoffentlich ist es das neue Hörspiel von den drei Fra vom Tiger-Team. Der Zugang zur Mumie ist im Museum hin. Wir müssen ins Museum zurück. Heute ist Feiertag. Da stört uns niemand. Ja, da will ich aber auch nicht arbeiten, Piggy. Wo ist der scheiß Zugang? Kann ich mir das nochmal anhören, bitte? Der Zugang zur Mumie ist im Museum hinter mir. Ach so. Dann ist ja nicht sonderlich schwer. Gehen wir da runter. So, jetzt da. Ja, darunter bitte. Ja. Und umdrehen bitte. Ja. Zack, bumm, da ist er wieder. Ach, Kinder, das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Wo haben wir das denn? Hier. Ich schreibe es immer mal auf. Rot, gelb, grün, gelb, gelb, rot, grün, blau. So. Rot, gelb, grün. Gelb, gelb, rot, grün, blau. Die Geheimtür. Die Geheimtür. Wieso die Geheimtür? Es ist eine Geheimtür. Mensch, ist das dunkel hier. Ja. Mist, die Taschenlampe geht nicht. Ich glaube, die Batterien sind leer. Die Batterie. Facepalm! Ich habe nur noch ein paar Streichhölzer. Wir müssen aber sehr sparsam damit umgehen. Es sind nur noch fünf. Ja, ich dachte, das wären seine Dann Antidere. zünde eines an. Wir sehen uns den Raum an und gehen dann im Dunkeln durch. Ich dachte, das wären seine Antidepressiva. Achtung! Ich zünde eines an. Scheiße! Auf Ah! einige dieser Steine würde ich aber nicht treten. Wie sollen wir gehen? Vorsicht, zurück! Wow! Hätten wir lieber nicht hintreten sollen. Nächster Versuch. Achtung! Ich zünde eines an. Komischer Boden. Wieso gehen Einige wir? dieser Steine würde ich aber nicht treten. Oben links. Wie sollen wir gehen?
So ein Mist. Weg von da! Da hätten wir lieber nicht hintreten sollen. Weißt du was? Nächster Versuch. Weißt du was? Ich cheate jetzt einfach. Pass auf. Das ist mir zu blöd. Sowas kann ich mir unmöglich merken. Pass auf. Ich nutze die Kraft des 21. Jahrhunderts und mache mir ein Foto davon mit meinem Smartphone. Achtung. Ich zünde eines an. Komischer Boden. Auf einige dieser Steine würde ich aber nicht treten. Wie sollen wir gehen? So, nach oben, nach links, nach oben, nach links. Oben, 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 oben. So ein Mist, weg von da! Blödsinn, das ist richtig. Da hätten wir nicht hintreten sollen. Nächster Versuch. Achtung, ich zünde eines an. Komischer Boden. Hilfe! Einige dieser Steine würde ich aber nicht treten. Wie sollen wir gehen? Warte. Ich muss erst mein Smartphone hier unten mir angucken. Oben, oben. Nein! Nächster Versuch. Oh, Hilfe. Das ist doch unschaffbar. Achtung, ich zünde eines an. Komischer Boden. Auf einige dieser Steine würde ich aber nicht treten. Wie sollen wir gehen? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hey, geschafft! Uff, wir sind drüben. Wieso ist es jetzt plötzlich wieder hell? Mist, zu! Wie sollen wir da bloß durchkommen? Wir drücken einfach auf einen Knopf. Ihr seid auch echt so blöd. Was ist das denn für ein Mechanismus? Phantom, da musst du ran. Du bist doch unser Tüftler. Wieso denn ich jetzt plötzlich? Ich dachte, Luke wäre der Tüftler. Plötzlich, wenn ihr hier Sorgen habt, bin ich plötzlich der Tüftler. Mittel plus. Ich gebe euch gleich mal Mittel plus. Ihr dämlichen Arschlöcher. Hier Mittelminus in dem Sinne. Ich hoffe dann mal, das ist richtig. Ich gebe jetzt keine Garantie da drauf, aber... Pff. Fertig. Ja, fertig, Kinder. Ab die Post. Na?
Ach komm, wir machen nochmal alles weg hier. Ich hoffe aber hier, wenn wir die Mumie gefunden haben, ist endlich Ruhe im Schacht. Oh, hier könnte ich auch mal... Nee, das wird nicht passen. Das wird auch nicht passen. Das passt! Ja, super, hier, pass auf. Super, super ist es, pass auf. Ach Gott, wie ich so mal was von keinen Bock auf diesen Mist hier habe. Okay, das klappt zum Beispiel nicht. Das klappt bestimmt auch nicht. Ein Blödsinn ist das. Sorry, dass ich jetzt gerade so ruhig bin. Ich versuche das hier so einigermaßen hinzukriegen. Und dann das hier. Das passt! Was ist das für ein Spiel? Was? Ah, ich glaube, ich raste aus. Ja, hallo, liebe Freunde, zurück hier bei Tiger Team. Entschuldigung, dass ich mich jetzt nochmal melde. Aber Freunde, ich habe eine halbe Stunde an diesem dämlichen Rätsel gesessen. Und irgendwann war es mir dann zu blöd und ich habe im Internet nachgeguckt und ich habe dann einfach irgendwo Schnitt gemacht und da habe ich mir das dann, es ist mir einfach zu blöd gewesen am Ende. Also das hier, Entschuldigung, dass ihr jetzt nicht gesehen habt, wie ich geleidet habe, aber
Das ist der Weg, den es gibt. Keine Ahnung, warum andere Wege nicht gehen. Und wir setzen jetzt jedenfalls das letzte Zahnrad ein. Mittel nicht plus. Und dann wird das irgendwie randalieren hier. Juhu, das Tor öffnet sich! Juhu, das Tor öffnet sich! Ich glaube, jetzt passiert noch was. Ein Sarkophag! Ein Sarkophag! Fuck. Sarkofuck. Was ist das eigentlich für eine scheiß Musik? Irgendwie müssen wir das Ding aufbekommen. Wie wär's öffnen? Irgendwie müssen wir das Ding aufbekommen. Ein Taschenmesser. Oh je. Das sieht kompliziert aus. Die Dreiecke müssen alle in die richtige Richtung gedreht werden. Nein! Ja, gefunden! Klasse, du hast ihn aufbekommen! Ja! Was könnten das nur für Schriftzeichen sein? Ich scanne sie mal in den Computer ein. Mit dem richtigen Übersetzungsprogramm Alter. Erfahren wir, was sie bedeuten. Ich habe einfach nur da drauf getippt, einfach mal so aus Jux schon mal zum Anfang. So mit der Einstellung, ach, scheiße, noch so ein scheiß Rätsel, da klicke ich erstmal. Um die Technik zu demonstrieren, erstmal so ein bisschen drauf. Super, du hast den Sarg geöffnet. Ja, das ist das Tiger-Team, Kinder.